Im heutigen Video geht's zur Sache. Imker, am Ende noch Trikottausch? Aber erstmal ganz von vorn. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, an einem wunderschönen sonnigen Tag hier in Hamburg. Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, bin ich zum Ragnar Relay Run eingeladen. Das ist vom 30. August bis 1. September. Und wie vielleicht auch einige wissen, bin ich jetzt nicht der absolute Läufer. Deswegen habe ich meine absolute Spezialistin auf diesem Gebiet gesucht. Keiner geringer als Imke. Hallo Imke. Hallo. Die Frau, die wahrscheinlich öfter am Tag Sport macht, als ich esse. Und, das weiß ich nicht, du. Nein. Und ich würde sagen, du zeigst mir heute mal ein bisschen was, damit ich nicht verrecke. Ja, wir probieren das auf jeden Fall mal. Ne? Ja, dann würde ich sagen, einlaufen, ne? Einlaufen. Klingt gut. Juhu! We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Oh, fuck, dann denke ich, wir waren noch den Muskelkater vom Wochenende. Jawohl, und jetzt nochmal das Ganze nach vorne. Oh ja. Die Bitte. Po nach hinten ziehen. Und wieder nachkurbeln. Auch noch hier so für die Innenseite vom Bein. Das ist halt so eine Schwachstelle bei vielen, deswegen reißt es halt auch gerne mal. Ja. Hast du schon mal eine richtig krass Verletzung gehabt? Nee. Okay. Wenn man keinen Sport macht, bleiben Verletzungen in der Regel aus, Imke. Das sagst du so. Wenn man nicht das fühlt sich an, als würde alles reißen, Imke. Nichts. Oh Gott. Oh, nochmal rüber. Oh. Du hast gar nicht so weit rüber. Mach mal so, wie weit du das auch stabilisieren kannst. Okay. Holla, die weit für Imke. Es fühlt sich an, als würde alles wegbeißen. Das kriegen wir schon noch hin. Oh. Das ist reißend. Oh. Oh. Hui. Warm. Bisschen locker machen. Hui. Bromhoff hat aber noch ein weiteres Stadium gesagt. Noch ein Stadium. Das war dann, dass die Fußgelenksarbeit, also die Laufschule, klassische. Okay. Und das ist sozusagen die Vorstufe zu den Läufen. Und zwar versuchen wir mal als erste Übung, mal das kurz vor, kleine Triplings zu machen. Also du rollst quasi die Füße, den Fußball so ein bisschen ab. Hände immer in Laufrichtung. Und versuchen wir mehr abzurollen. Wie so eine Aerobic-Dame oder so. Genau, also richtig schön auf die Fußspitzen. Arme sind in Laufrichtung. Sehr gut, wir machen hier gleich nochmal. Und wenn du das hier machst, versuch es frequent zu machen. Es geht nicht darum, dass wir hier so ein bisschen yeah, yeah, sondern es geht halt echt darum, dass man frequent arbeitet. Arme gehen immer schön aktiv mit. Machen immer halb hoch. Also koordinativ ist bei mir auf jeden Fall läuft. Nicht viel zu holen, ey. So, und auslaufen. Ja, ja. Ach, gut. Füße, Zehenspitzen in der Laufrichtung. Damit fangen wir gleich an. Schritt wird immer weiter. Wir fangen hier so an und erweitern dann. Digga, wie eine Gazelle. Aber. Ja, gut, schon echt nicht schlecht. Okay. Okay? Oh, herrlich, ey. Das wäre wirklich auf jeden Fall brauchen wir eine Seitenaufnahme. Okay. Stark, los geht's. Also erstmal hier also die kleinen Schritte. So, gleich ziehen wir den in die Weide. Einfach für den Schritt zurück auf den Lachen. Die zweite Übung ist tatsächlich auch ein bisschen koordinativ. Dieses hinten vorne überkreuzen, hast du schon mal gemacht? Eieiei, für so einen Koordinationsmuffel. Arm ausstrecken, genau. Und wir versuchen noch, das Bein, das vorne ist, das muss gehoben werden. So, und dann. Das muss jetzt unsere Mission sein, dass wir das hinkriegen. Oh. Wir fangen mit dem rechten an. Erstmal gehst du rechts nach hinten, dann gehst du rechts nach vorne. Links bleibt eigentlich immer. Vorne lang, hinten lang. Vorne lang, hinten lang. Ah, zieh einen an! Klitz! Jawohl! Sehr gut! Okay, Alter, was machst du da? Türkische Hochzeit. Lalalalalalalala. Frequent, halb hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Alter, er sieht aus wie so eine Ente. Ich hab das gleiche gerade gedacht. Oder wie eine Ente. Genau das gleiche. Ah, geil, ey. Okay, was machst du da?
Magst du den Leuten kurz einmal erzählen, wer du bist und was du so in deiner Freizeit machst? Ja, ich bin Studentin. Das möchte ich immer als allererstes erwähnen. Ich studiere Philosophie, mache da gerade meinen Master. Und ansonsten mache ich sehr gerne Sport, am liebsten immer mit Maxi. Oh ja. Genau, und ich bin Multipower-Athletin und Underarm-Athletin. Das heißt, für die beiden Marken stehe ich sozusagen öfter, ja, nicht unbedingt vor der Kamera, aber wir machen verschiedene Sportprojekte zusammen. Und ansonsten auch generell einfach schon mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Leidenschaftliche Leichtathletin, also früher nur Lauf. Seit ich ungefähr 19 bin, Krafttraining noch dazu gekommen und jetzt ist es irgendwie eine Mischung aus beiden. High Rocks zum Beispiel, die Competition habe ich mitgemacht. Bist du Weltmeisterin, fällt mir gerade ein, ne? Weltmeister. Fuck! Das schreibe ich in die Beschreibung rein, mit Weltmeisterin. Oh, unbedingt. Genau, ansonsten mache ich auch so Moderationssachen ab und zu, das hat dann weniger mit Sport zu tun. Aber ein bunter Mix aus allem. Und Werbung für Pizza. Und Werbung für Wagner. Geilste Scheiße. Ja, so ist das. Ne? Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall, das ist auch noch ganz wichtig, bevor wir richtig loslegen, ist es immer wichtig, dass man den Körper einmal, gerade wenn man so eine Art Sprinttraining macht oder irgendwas, wo man halt schneller läuft, dass man den einmal richtig auf Hochtemperatur bringt. Und dass du, haben wir noch nicht, dass du halt einmal wirklich so all out ein kleines Läufchen machst. Ah, nee, so tief komme ich jetzt nicht mal runter. So, da muss schon, genau. Und jetzt dann. Komm, 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 zieh! Ah. Ist das krass? Jawohl, komm, komm! Okay, er macht auf jeden Fall genau die gleichen Fehler wie ich. Bei mir ist zum Beispiel so, mir hat, als ich klein war, beim Leichtathletik nie jemand gesagt, dass man einfach mal die Arme rannehmen sollte beim Laufen, ja? Das heißt, ich bin einfach immer so gelaufen und wenn dir das keiner im Kindheitsalter sagt, dann übernimmst du das einfach. Werdet ihr bei mir wahrscheinlich auch gleich sehen, dass ich halt so laufe. Der Maxi ist ja noch jung und knackig, da können wir auf jeden Fall noch einiges verbessern, ganz am Anfang seiner Laufkarriere. Deswegen werde ich mir das gleich mal sagen, dass er das auf jeden Fall machen muss. Ich habe gerade schon der Kamera erklärt, du machst halt genau den gleichen Fehler wie ich. Ich laufe halt auch mit den Armen so, weil mir das früher jemand gesagt hat. Aber wenn du effizient laufen willst, musst du versuchen, die Arme nah am Körper zu lassen. Eine geile Übung ist auch, einfach hier hinzusetzen und einfach so zu machen. So 30 Sekunden lang, das machen wir jetzt einfach mal. Komm. Nein! Wenn wir jetzt schon dabei sind, ne? Kann ich das nicht so machen? Also, hinsetzen, auf geht's. Da habe ich gerade vergessen zu sagen, ich arbeite natürlich auch noch mit Polar zusammen. Können wir das als Werbung reinschreiben? Okay, auf geht's. Ich bin übrigens Reebok-Athlet. Die wissen das nur noch nicht bei Reebok. Geil, 30 Sekunden! Was mache ich hier? Versuch mal nicht so zu machen. Ja. Ich habe den Timer nicht gestellt. Oh. Sehr gut. Gott, die bringen mich hier um. Fuck, ich muss den ganzen Marathon noch nicht alleine laufen. Die anderen laufen doch auch was. Fuck. Imke ist, glaube ich, die fitteste Frau, die ich kenne. Imke, du schwitzt nicht mal. Ich schwitze auch nicht. Dafür muss ich ganz oft pinkeln, hat der Arzt gesagt. Okay. Voll interessant, ey. Ja, geile Info. Ich hab mal gefragt, so, wie kann das sein, dass ich nicht schwitze? Und er meinte, ja, der Körper reguliert es halt anders. Entweder du bist Schwitzer oder du musst halt ständig pinkeln. That's B. Geil, Alter. Okay. Fraktion Pi, Fraktion Sweat. Ist so. No? Wir machen zweimal jeweils 300, 250, 200, 150. Wichtig bei der Leichtathletik, das Ziel ist halt immer dort. Also okay. Das Ding ist immer das Ziel und wir ändern nur unsere Startposition. Ah, okay. Da sind überall Markierungen. Also das, keine Sorge, wir laufen dann auch nicht zu wenig. Ah, das war nämlich meine Sorge, ja. Das wäre natürlich scheiße gewesen. Und nach jedem Lauf, habe ich ganz vergessen, das Highlight, machen wir wechselnd eine Übung. Also die erste Übung ist zum Beispiel Burpees, 15 Stück. Als nächstes kommen Burpee Frog Jumps. Das zeige ich dir dann zur Not. Das ist ja. Nicht erschrecken, ich laufe immer halb nackig da, aber das kennt man ja vielleicht schon von mir. Ist gut für die Kamera. Ich kann aber auch, also. Ja, unbedingt. Auf gar keinen Fall. Ready. Okay. Vor, zurück, ab.